In the northern part of the state, near the upper reaches of the Hudson River, there is a town named Sleepy Hollow. As is often the case, small towns hide big mysteries. The chain of bloody events commenced on one ordinary night. A secret marriage and a new will have inflicted a dreadful curse upon this town. The fell demon searches tirelessly for his head. The terrible legend has become a reality. The legend of a terrible creature returned from hell. The legend of the Headless Horseman. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Wimmelbildspiel, und zwar diesmal mit Cursed Fate, der kopflose Reiter. So, und was nehmen wir denn? Der normalen Modus oder der schwierige? Tipp und lösen, laden schnell, aktive Bereiche werden durch Sterne markiert, laden langsamer, aktive Bereiche werden nicht markiert. Komm, wir leben mal hier auf Risiko, wir machen mal den schwierigen Modus, mal sehen, wie weit wir kommen, bevor ich um Hilfe schreie. 1799. Our prisons overflow with prisoners convicted due to false testimony. I believe that if we need to solve a crime, we should find evidence with the help of modern scientific techniques, not medieval torture. Then go to Sleepy Hollow. Conduct your experiments and apply your scientific techniques there. Three people have been murdered in 3 weeks. All three were beheaded. Find the murderer, Constable Crane, and bring him here. So, und wie der Titel vermuten lässt, sind wir Herr Ichabod Crane, der sich auf nach Sleepy Hollow macht, um dort zu sehen, was es mit den ganzen Kopflosen auf sich hat. Verschlossen. Ich verdecke im Übrigen nicht viel, man gesehen hat, da ist nur das Menü drunter, nichts weiter. Oh, wir können Trophäen sammeln. Sammle goldene Hufeisen, um Trophäen zu erwerben. Ich werde versuchen, darauf zu achten, in jeder Szene da auch tatsächlich die goldenen Hufeisen aufzuspüren und zu finden. Ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass ich es nicht schaffen werde. Einige Objekte sind in einer anderen Farbe gekennzeichnet. Das bedeutet, dass sie schwieriger zu finden sind als die übrigen. Klicke auf den Goldtopf. Ich will aber nicht auf den Goldtopf klicken. So ein Goldtopf klicken. Ja, ist mir egal. Das ist Hufeisen. Die sind auch in Wimmelbildern versteckt. Okay, das ist gemein. Da muss ich dann wirklich aufpassen. Ich glaube, da denke ich dann nicht immer dran. Ne? Schere, Rose, Vogel, Pfeife, den Vogel habe ich gerade gesehen. Da. Da ist ein Kamm. Baue ich tatsächlich auch. Meine Güte, ist jetzt in dieser Kutsche aus. Wie bin ich denn bitte hier angereist? Was ist denn da passiert? Warum habe ich Damenhüte dabei? Ich bin ein Mann. Briefe, Sonnenschirm, Siegelring, Pferd. So ein Hut. Meine Güte. Eine Brille, brauchte ich die? Nee. Ich habe einen Apfel. Siegel dem Pferd, Schmetterling, Ohrring und eine Sicherheitsnadel, die irgendwie. Ich das Sicherheitsnadel? Ah ja, hier. Gib mir das. Komischer Springteufel, da sind die Briefe. Da ist ein Schlüssel, den brauche ich nicht. Schmetterling. Oh, da ist ein Pferd. Was ist das alles? Da ist eine Fliege, da ist die Schere. Sie hat einen dummen Schmetterling gerade nicht. Doch, da an der Tür. Das sind Ohrringe. Was brauche ich jetzt noch? Siegelring und Rose. Ist das ein normales Stempelsiegel? Rose und Siegelring. Meine Blume.
Hose. Siegelring, da auf dem Tablet. Schlüssel. Da. Den, den ich die ganze Zeit vorhin gesehen habe. Tatsächlich brauchen wir den. Dann darf ich vielleicht hinten die Kutsche aufmachen. Wie sieht's da aus? Wie habe ich da Platz gehabt in dieser Kutsche? Der Koffer ist abgeschlossen. Ich brauche einen speziellen Schlüssel. Schön. Ich habe Öl, glaube ich, jetzt in meiner... Ja. Schwere Steine mit bloßen Händen kann ich sie nicht beiseite schieben. Nicht irgendwas runterklemmen dafür. Dann zum Tor. Ich kann aber auch nach links laufen. Ich gehe mal nach links erstmal, bevor wir zum Tor kommen. So, die erste Leiche wahrscheinlich. I didn't think that my life would be cut so short. But so it has. My soul wanders between heaven and earth, where unfinished business remains. Who are you? How can I help you? I'm Peter Van Garrett, just a humble farmer. I have worked hard to become prosperous, but that doesn't matter now. The only thing I can think about is the will I signed on this night. If it falls into the wrong hands, there will be no end to the misery that will surely follow. Please, find the will and put my mind at rest. So, wir haben unseren ersten Geist gefunden. Have you found the will? Und wir sollen sein Testament suchen gehen. Ist vielleicht in dieser Tasche hier. Es lässt sich nicht öffnen, die Scharniere wurden schon ewig nicht mehr geölt. Wie praktisch, dass wir eine Ölkanne dabei haben. Und dieses Öl funktioniert auch immer instant, bei jedem Rost, in jedem Spiel. Wir haben Buchstaben gefunden hier. Und immer noch der Blau. Ich habe Sleepy Hollow, New Amster. Ich komme hier tatsächlich zurück. Kann ich hier die Tasche ansehen? Nö. Aber ich kann hier den... Schleifstein mitnehmen. Und nur noch. Da unten, da ist ein Hufeisen. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir Hufeisen suchen müssen. Wir gehen mal zurück. Stabe, Schleifsteinhälfte und Schleuder. Ich glaube, ich kann nicht benutzen. Die Schleuder kann ich nicht darauf anwenden. Und hier ist etwas. Lauter Gefieche jedenfalls. Warte, da im Eva versteckt sich etwas. Muss ich hier die richtige Reihenfolge finden oder. Muss noch abschneiden wahrscheinlich. Die Krähe lässt mich nicht an den Baumstumpf. Ich bin nicht für Gewalt gegen Tiere. Aber das war Notwehr. Er hat mich nicht vorbeigelassen. Ich lege hier zwei Gegenstände ab, um sie zu kombinieren. Wahrscheinlich die stumpfe Schere und den Schleifstein. Habe ich eine scharfe Heckenschere. Aber wir setzen erstmal die Sleepy Hollow Buchstaben hier wieder ein. Holen den Teil wahrscheinlich eines Testaments oder einer Urkunde. Zweiter Testament-Teil, das heißt der erste fehlt bislang. Habe ich jetzt die Schere ausgewählt? Nee, jetzt. Ah, ein Brecheisen, damit komme ich an die Steine ran. Durch das Tor komme ich nicht durch, weil ich keinen Schlüssel habe. Hier muss irgendwann ein Hufeisen sein. Ja. Hab dran gedacht. Brecheisen für die Steine. So, wo kommen die Gegenstände? Teil 1, Teil 2. Die Musik ist mir noch ein bisschen zu laut. Ich glaube, ich muss die Musik gleich nochmal leiser machen. Now my soul is free. Take this key to the town gates, for I no longer need it. Remember that a sinister demon awaits you. Be brave, and farewell. So, gibt mir den Torschlüssel und entschwindet. Ah, ich habe Einträge hier.
Das Symbol scheint mit Kreide gezeichnet worden zu sein und bestimmt nicht mit guten Absichten. Überall Hufspuren. Warum sind sie wohl so groß? In der Tasche des Opfers habe ich ein Medizinfläschchen gefunden. Auf dem Schild stand Elizabeth Killian. Vielleicht ist sie die Ärztin hier. Muss sie finden und zu dem Opfer befragen. Das sind mehr oder weniger meine Clues oder meine Evidences. Und hier weiß ich noch nicht, was ich habe. Ja, ihn untersuchen kann ich wohl nicht. Ich kann hier auch tatsächlich nicht weiter. Ich habe einen brennenden Baumstumpf. Muss ich versuchen, mir zu merken. Hoffnung, dass ich mich nachher auch tatsächlich noch dran erinnere, wenn ich den mal für irgendwas brauchen sollte. I can't believe my eyes. A real demon or some disguise to put on a show for me? So, wir haben gerade Bekanntschaft mit unserem Freund im kopflosen Reiter gemacht. Natürlich nicht sehr erfreut darüber ist, dass wir hier aufgekreuzt sind. Die Legende des kopflosen Reiters beginnt zur Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges mit einem grausamen Mann aus Fleisch und Blut, einem schrecklichen Mörder. Er war ein Söldner, der nicht wegen des Geldes kämpfte, sondern aus Lust am Töten. Aber wir kriegen hier praktisch die Geschichte, wenn wir die ganzen Sachen einsammeln wahrscheinlich. Die kann ich jetzt am Baumstumpf anzünden. Ja, hier drin ist dunkel, ich komme hier nicht weiter. Auf dem Stein ist ein Zeichen, es sieht anders aus als die übrigen Steine. Jetzt gehe ich aber nochmal echt ins Menü. Aber die Musik ist immer noch richtig laut. So. Oh, jetzt haben wir hier ein Wimmelbild, okay. Ein Dolch. Ah, ich muss nichts einsetzen. Ich muss tatsächlich finden, was ich sehe. Das ist hier nicht. Eine Tomate. Messerspitz, Kleeblatt, Abdruck. Das ist gut. Ich muss an das Hufeisen hier in der Szene denken. So, bevor ich den letzten Gegenstand ein. Ja. Eine Maus, ein Schnecke. So, das ist die Schnecke. Wieder da. Das ist der Handabdruck. Da ist die Maus. Das Hufeisen, das ich vorhin. Da liegt eine Schlange, die brauche ich nicht. Schwarzes Kleid. Eine Schlange brauche ich auch nicht. Ah, hier oben ist das Rasiermesser. Das gute Sweeney Todd Rasiermesser. Hier haben wir die Zeitung. Jeder. Ich finde den Dolch nicht. Ich suche die ganze Zeit an Dingen ab, die gerade sind, wo man den gut verstecken kann. Da, die Schlange liegt drauf. Deshalb, es fehlt noch das Kleeblatt, irgendwas Kleines. Da, auf dem Fass. Und mit das hier, ist das ein Schraubenschlüssel? Querstück. Bindungsstücke. Für den brennenden Baum, lass mich das anzünden. Weiter geht's, hier war nichts mehr, ne? Nee. Bitte. Ah! Sehr schön. Zufall in der Szene hatten wir, glaube ich, schon. Ein Vogel. Sehr aufwendig für damals, für ein simples Schloss, um Hammer und Meißel einzuschließen. Das Hufeisen war hier, das war schon. Ich kann mit Boss prügeln.
Schön. Ja, wir wählen. Wir fehlen keine. Tatsächlich. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was wohin kommt. Aber, genau. Weiß ich noch. Ach, da unten. Ja, da ist mir egal. Dahin. War jetzt nicht so unendlich schwer, muss ich gestehen. Ich bekomme einen Kreuzhebel. Jetzt muss ich allerdings davon überlegen, ist die Brücke ist kaputt? Ja. Ah. Was? Ein Schleusenmechanismus. Ach, erst das Verbindungsstück. Ach, bin noch nicht die Schlauste gerade. Warum macht das mehr Sinn? Kann ich hier unten rüberlaufen? Freut die Leute bestimmt nicht, dass ich hier einfach so das Wasser ablasse, aber ich muss über diesen Tümpel drüber. Wir sind bereits in Kapitel 2. Wie schnell geht das? Wie kurz ist das Spiel? I can tell you're not a local, sir. I am young Masbeth. Young Masbeth. My name is Crane, Constable Crane. Tell me, Masbeth, where are all of the people? There's not a soul about, and it's still early. Have you not heard of the horsemen? Since the demon awoke, no one has dared set foot outside of their own home. Come now, young Masbeth. There's no need to talk of demons raised from the dead in order to explain a murder. In New York, we have enough killings without any phantoms or monsters. Believe me, the horseman exists. I know for a fact. Everyone says so. Could I ask you to do a favor for me, sir? If you see a toy, a wooden sword, please bring it back to me. It was a gift my father gave me for my birthday. So, wir haben also jungen Masbeth gefunden und er sucht sein Spielzeug. Ein leerer Brunnen. Hilft mir auch gerade nicht weiter, weil ich nichts im Inventar besitze. Wo ist das Hufeisen? Der Junge drauf? Ich muss nachdenken. Tja, der Statue fehlt der Kopf und, so wie es aussieht, auch ein Zylinder, den er hebt. Wo ist hier das Hufeisen? Ich suche immer nach so kaputten Gegenständen, wo man das gut mit einfügen kann. Hier scheint etwas zu fehlen. Hier scheint etwas zu fehlen. Was mit einem Schlüssel? Kopf an. Vielleicht lässt man dich rein? Ich finde das Hufeisen gerade nicht. Mal weiter. Wir kommen ja wieder hierher zurück. Da ist der Kopf der Statue. Befindet sich etwas im Nest. Was macht die Milbe da? Eine gute Stelle zum Angeln? Geben wir mit. No one leaves the city. Sir Van Tassel's order. Do you have a pass? Nein, ich habe keinen Passierschein. Ich habe nichts außer einem Steinschädel im Inventar. Komm ich zurück hier. Und drauf damit. Das Spitzhackschwert des jungen Herrn. Ich sehe immer noch kein blödes Hufeisen. Wind. So. Constable, my sword. Have you found it? Ja, hier, dann nimm's doch. Thank you, mister. Take this. Tavernenschlüssel. Zweimal aufschließen. Laufen Mäuse rum. Juhu. Und der Wirt liegt besoffen am Tresen. Der Riegel ist kaputt. Alles. Da fehlt eine Seite. Wieder abgeschlossen. Das ist der Hufeisen. Hier benötige ich etwas. Wieso funktioniert hier eigentlich nichts? Ich muss nachdenken. Der Wirt schläft tief und fest. Kann ich den irgendwie aufwecken? Ich brauche hier etwas. Wieso fehlt überall hier etwas? Wieso habe ich nichts im Inventar?
Also Kurbel rein, Matte rauf, an damit und den Wirt wecken. Oder auch nicht. What? Ach. Who goes there? Please excuse me. I must have dozed off. You, sir, are our first visitor in the last few days. Since the horseman appeared, my business has been dead as a doornail. The horseman? That strange phantom everyone fears? Well, the headless horseman. He roams the land at night, tirelessly searching for his head. Everyone who has crossed his path pays with their life. Beheaded. If so, who reported seeing the demon? They were all beheaded. You don't believe it? Well, that's up to you. So, if you're not afraid to walk around at night, do me a favor. I visited the Killians recently. I left my pince-nez there. Could you please return them to me? I can see barely anything without my glasses. I'd be ever so grateful.